Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Mittwoch, den 7. Dezember. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Das Hauptthema kann, wie zu erwarten ist, nichts anderes sein als unser DAX. Den schauen wir uns mal auf gleich drei Zeitebenen an. Zunächst mal ganz kurzfristig hier auf 15-Minuten-Basis über den DAX Future, den wir Ihnen gestern Abend schon gezeigt haben, wo wir noch deutlich machten, guck an, der hat doch abends hier noch einen schönen kleinen Ausflug über die 10.800 gemacht, was dazu führte, was ja unvermeidlich war, nämlich dass es heute Morgen weiter raufging. Warum? Nicht unbedingt, weil man davon überzeugt ist, dass der DAX über 10.800 stehen muss, sondern weil man schlicht und ergreifend keine Wahl hat. Einerseits die bärischen Akteure, die ja, nachdem der DAX viermal an, und da schauen wir uns gleich im Tageschart an, viermal an die Zone um 10.800 Punkte herangelaufen war, natürlich dort auch immer wieder verkauft haben, sprich Short gegangen sind, was dazu führte, dass natürlich diese Short-Positionen abgesichert sind, knapp über 10.800 Punkten, um hier eben nicht zu viele Verluste auslaufen zu lassen. Und das führte dazu, dass der DAX gleich zur Eröffnung, wie wir hier sehen, wenn wir den Xetra-DAX hier, wie hier beleuchten, einen Mordskurssprung nach oben gemacht hat. Alle, die Short waren, hier mussten raus, nicht alle, aber eben zumindest die, die sich eng abgesichert haben. Und zugleich mussten andere rein, nämlich beispielsweise die Fonds, die Versicherungen, die Pensionskassen, die ganzen institutionellen Investoren, die nah am Markt sind, die den DAX abbilden und dementsprechend, wenn der steigt, auch einsteigen müssen. Ob sie jetzt wollen oder nicht wollen, spielt da dann auch gar keine Rolle. Denn das Brisante an diesem Befreiungsschlag aus charttechnischer Sicht, der aus rein charttechnischer Sicht tadellos aussieht, ist eben der Umstand, dass hier eine Party gefeiert wird, deren Gäste erst morgen kommen, wenn sie überhaupt kommen. Das heißt, man hat schon mal den Champagner aufgemacht und es kann durchaus sein, dass morgen die Tür zubleibt. Nämlich, wenn die EZB eben nicht irgendwie versucht, die Märkte zu beruhigen. Denn, sagen wir es mal so, die italienischen Banken zu retten, naja, ich meine, da kann man natürlich mit sportlichen 80 Milliarden Euro, die man jetzt schon pro Monat ausgibt, durchaus auch ein bisschen mehr in Richtung italienischer Anleihen gehen und dann dort die Zinsen etwas drücken, sodass man dann sagen kann, okay, denen geht es dann nicht ganz so leicht an den Kragen, denn das Volumen nochmal zu erhöhen. Und auch nur die Laufzeit zu verlängern, würde das denn wirklich positiv aufgenommen? Würde das nicht bedeuten, die EZB geht weiter stur ihren Weg, der erfolglos ist, von dem man eigentlich in den Tagen oder Wochen zuvor hoffte, sie würde davon abrücken, nur weil sie nicht anders kann? Sprich, sie muss weitermachen, weil ihr sonst alles um die Ohren fliegt, weil man ohne diese Stützen nicht auskommt und die auch noch immer größer werden müssen. Ob das wirklich positiv zu werten ist, ist die große Frage. Und der Umstand, dass der DAX heute eben nach oben ausgebrochen ist, vor dieser Entscheidung, zeigt, man ist im Endeffekt unter Kaufdruck. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Aber die Überzeugung, die muss eben auch noch dahinter stehen. Und selbst wenn die EZB morgen liefert, stellt sich die Frage, wenn die Bären jetzt schon eindecken mussten, die großen Adressen erst im institutionellen Bereich kaufen mussten, wer kauft dann morgen und wer nimmt dann keine Gewinne mit? So betrachtet ist das eine Konstellation, die durchaus wackelig sein kann. Nichtsdestotrotz, wer hier schon ausgestiegen ist, sollte natürlich jetzt nicht dagegen halten und wer dem Gedanken heute Morgen gefolgt ist, den Stop-Loss von 10.850 auf 10.59 für gezielt kleine Positionen auf der Short-Seite anzuheben, der wäre jetzt im Endeffekt auch unmittelbar davor, sich hier zu verabschieden, denn dass der DAX jetzt hier bei 10.947 stoppt, was er zur Mittagszeit immerhin mal tut, ist zwar theoretisch denkbar, aber wahrscheinlich geht es dann halt doch noch die fehlenden drei Pünktchen höher und dann ist man draußen. Aber gut, dann ist man es eben und wartet erstmal ab. Hier auf diesen Zug aufzuspringen ist rein charttechnisch gesehen vielleicht eine gute Idee, aber von der Sache her eben, wie eben erläutert, gar nicht mal so unriskant. Deswegen würden wir auf jeden Fall die Finger weglassen. Und mal abwarten. Denn sollte er wieder unter 10,8 zurückfallen, dann erst wird es richtig interessant. Die Unterseite ist nach einer 500-Punkte-Rallye in der Spitze, ohne dass es dafür eine fundamentale Ursache gäbe, durchaus die interessantere. Auch was den Wochenchart angeht. Klar, das sieht gut aus. Wir sind aus dieser Handelsspanne nach oben ausgebrochen. Aber das muss eben auch bis Freitagabend so bleiben. Ansonsten sähe das umso miserabler aus, wenn hier ein Docht rausguckt aus dieser Handelsspanne, ohne dass der DAX sie dann doch tatsächlich verlassen hätte. Ist also noch gar nichts entschieden. Es sieht zwar bullisch aus,
muss aber nicht so bleiben. Das ist dünnes Eis, auch beim Eurostoxx 50, der natürlich auch mitgelaufen ist. Wen wundert's? Aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel eine Deutsche Bank-Aktie vom Tief am Montagmorgen bis heute Vormittag in wenig mehr als 48 Stunden jetzt über 20% in der Spitze zugelegt hat, obwohl man mit fallenden Zinsen rechnet, diese aber für die Bankenlandschaft ja eigentlich, gerade was die deutschen Banken angeht, höchst unerfreulich ist, muss man sich schon fragen, ob da nicht mehr die Angst dahinter steht, hier bei diesen Käufen etwas zu verpassen, denn die Überzeugung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Der RSI beim Eurostoxx 50 hat mittlerweile wieder mal das Niveau erreicht, wo er normalerweise dann wieder nach unten dreht, sprich das Ende einer Rallye sich abzeichnet. Ob das diesmal genauso ist, wird sich weisen, aber immerhin, für den Moment hat er den Ausbruch geschafft. Die nächste Hürde ist hier das Zwischenhoch vom April bei 3,157. Ob er da drüber kommt, wird sich vielleicht aber erst morgen herausstellen. Und morgen wird es halt um 13,45, wenn die allgemeinen Entscheidungen bekannt gegeben werden, und um 14,30, wenn Draghi seine Pressekonferenz beginnt, ein noch heißerer Ritt als heute. Da sollte man sich schon mal anschnallen. Ja, und die Rahmenbedingungen bleiben einfach nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt aber ein Kaufargument für Aktien. Die Zinsen sind gestiegen, was man an dem fallenden Bund-Future erkennen kann, der zwar unter kräftigen Sprüngen fällt, aber er fällt. Und er ist am Montag und Dienstag dann letzten Endes nach unten gelaufen, legt jetzt gerade wieder ein Stückchen zu, ist aber hier ja auch in einer Supportzone zwischen 159 und 160 angekommen gewesen, hier die kurzfristigen Tiefs der letzten Wochen. Und so gesehen ist da noch völlig offen, ob es da ein Honorieren der EZB-Maßnahmen, so es die überhaupt geben wird. Denn das hieße rauf mit dem Bund Future, fallende Zinsen. Danach sieht es im Moment genauso wenig aus wie nach einem fallenden Euro-Dollar-Verhältnis, denn dieser Turnaround hin zu einem steigenden Euro widerspricht den Hoffnungen am Aktienmarkt auf fallende Zinsen. Und ein steigender Euro ist grundsätzlich, auch wenn er sich im Moment nicht vom Fleck rührt nach der kleinen Konsolidierung gestern, natürlich genau das Gegenteil dessen, was ein steigender DAX braucht mit seinen vielen Exportwerten, die letzten Endes ja von einem schwachen Euro profitieren würden. Also, da wollen wir mal gucken, was da morgen bei rauskommt, beziehungsweise auch noch im weiteren Verlauf des Tages rauskommt, denn der Handel ist ja erst in der Halbzeit. Und übrigens, die amerikanischen Index-Futures, da kann man natürlich sagen, ach, die müssen ja jetzt mitziehen bei einem solchen Anstieg des DAX um über 150 Punkte und dementsprechend dann die Rallye verlängern. Aber nein, die ziehen gar nicht mit. Kein Deut haben die sich im Verlauf des Vormittags bewegt. Da geht man noch von einem unveränderten Start aus. So gesehen, dass alles auf die EZB startet, dass das ebenso wie alleine die Zwänge aus diesem charttechnischen Ausbruch heraus die einzige Motivation für diese Rallye beim DAX sind, das sind halt letzten Endes Aspekte, die diese Sache richtig, richtig brisant machen. Da gucken wir morgen früh wieder drauf. Nächste Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail. Rechtzeitig vor Handelsbeginn morgen früh und der nächste Chartflash natürlich auch morgen Mittag dann wieder um 1. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.